Hallihallo, da bin ich wieder im YouTube-Format. Wer hätte das gedacht? Einen wunderschönen guten Morgen. Ich kam gerade auf die ganz random Idee, dass ich mal wieder vlogge. Es geht heute nämlich nach Linz. Es ist jetzt 6.30 Uhr. Ich habe hier gerade schon meinen Protein-Coffee gemacht. Und ich nehme euch einfach die Woche mit. Köstlich. Es geht los. Bitte einmal bitten, dass alle Züge pünktlich sind. Danke. A few moments later. Wir haben anscheinend irgendwie gerade eine Signalstörung. Sie kennen es ja nicht anders. Bei der Bahn läuft, sage ich jetzt mal. Beziehungsweise nicht. In diesem Koffer befindet sich zur Hälfte Essen, zur anderen Hälfte meine Mauerprodukte. Und das muss ich jetzt im dritten Stock tragen. Back in Linz, back on my bike. Es ist sehr windig, ich hoffe, ihr versteht mich. Aber die Sonne scheint. Heißt, heute wird ein Jutta-Tag. Ich habe so einen hohen Drehsocken verbraucht, das ist enorm. Ich ziehe die schon beidseitig an, aber jetzt ist hier noch und hier noch. Kann ich wegschmeißen. Stößchen. Ich wurde jetzt noch hier mein Meal Prep, was ich mitgebracht habe. Und dann jetzt auch schon zeitig schlafen. Morgen ist nämlich um 7.30 Uhr Training. Heißt, um 6 Uhr aufstehen. Das gefällt mir nicht so. Aber naja, muss mal durch. Morgen dann Übungstraining. Ich hoffe, ich kann ein bisschen was für euch mitfilmen. The next morning. 6.15 Uhr aufstellen. Fühle ich nicht so. Outfit of the day. Jetzt hier gerade in den Recovery Boots, versuche meine Beine ein bisschen zu refreshen. Ich muss heute Mittag nämlich noch Sprung und zwei Bodenübungen machen. Und nebenher schaue ich hier noch Squat an. Ich schwöre, die Serie ist so geisteskrank spannend. Ich lieb's. Ich suchte das gerade voll mit meinem Freund durch. Ich schaue hier aber heimlich eine Folge, weil ich kann es nicht aushalten, bis daheim zu warten. Sagt ihm nichts, okay? Jetzt wird erstmal Energy gezischt. Bisschen Koffein im System. Ich muss von Energy mal so krass rülpsen. Fertig für heute. Feierabend. Ich bin hier in Linz ja so eine richtige Fahrradmausi. Oh, da kommt ein Auto. Ich muss kurz aufpassen. Also mir macht es hier auch total Spaß, Fahrrad zu fahren. Aber nur weil es hier so eben ist. In Stuttgart würde ich das nicht machen, weil ich da einfach total aus Atem wäre. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe jetzt heute 6 Stunden trainiert und meine Beine sind schon gut am Zack, Freunde. Ich freue mich jetzt auch richtig auf meinen Rice Pudding. Leute, das ist gerade mein Highlight, weil es gibt neues Topping von Moor. Und das teste ich heute zum ersten Mal und ihr seid live dabei. So, das ist übrigens das, auf was ich mich heute schon den ganzen Tag freue. Das sind so neue Toppings von Moor. Sieht ein bisschen aus wie so Hasenkacke. Weißt ihr? Diese kleinen Wäppele. Aber... Mann, der braune Boden hier macht es mir nicht einfach, diese Kügelchen wieder zu finden. Ich habe gerade eben schon einfach ein paar hier verloren. Naja, never mind. So sieht mein Rice Pudding aus. Ich weiß, ästhetisch ist anders. Ich werde kein Food-Influencer mehr, aber den inneren werde ich fühlen, ne? Heute heißt dann auch wieder früh schlafen. Morgen ist um 7.30 Uhr Training. Morgen aber ein bisschen entspannter. Morgen nur eine Einheit. Dann geht es danach direkt in den Kraftraum. Da kann ich euch auch ein bisschen mitfilmen. Und nachmittags ist frei, Donnerstag ist ein Testwettkampf. Bis morgen! Approximately 10 hours later. Guten Morgen, ihr Äpfel und Birnen. Je nachdem, als was ihr seht. Ich sehe mich heute als Apfirne. Ein Mix aus Apfel und Birne. Junge, was labere ich da? Es ist einfach viel zu früh. Es ist jetzt 6.15 Uhr. Ich mache mir jetzt hier meinen Protein-Coffee. Ich habe hier Mandelmilch, Wasser und Schoko-Chunky drin. Ich frühstücke nämlich nach der ersten Trainingseinheit. Geil, schmeckt wie ein Schokoshake. Technisch gearbeitet und mich versucht auf die Sauberkeit zu konzentrieren. Ich trinke hier noch den Uwe von meinem Schokopudding als Kaffee. Und jetzt geht's weiter im Balken.
Ego-Training erfolgreich beendet für heute. Jetzt geht's weiter in den Kraftraum. Ich mache euch mal ganz kurz einen Outfit-Check. Ich habe hier die Scrunch-Leggings an. Einen Moment, ich zeige euch das besser. Volle No-Ace, gehen wir dann eigentlich immer im Kraftraum. Ich habe hier das neue Oversize-Shirt. Feiere ich sehr. Wie gesagt, die Scrunch-Leggings. Oh, wisst ihr, ich bin ja gottfroh, dass ich gerne ins Sport gehe. Sport mache? Eher so vielleicht. Aber an manchen Tagen, da kriegt meine Body das Morph ja schon so ein bisschen. Ich meine, habt ihr mal gesehen, wie mein Rücken aussieht, wenn ich Klimmzüge mache? Also das ist schon ein ziemlich breites Kreuz für eine Frau, würde ich sagen. Da denke ich mir so, manchmal wäre ich schon gern so ein zierliches Mädchen, so eine süße Maus. Aber ich bin halt gar keine süße Maus, wenn ich im Gym rumlaufe. Also ich meine, ich tue ja auch was dafür, dass mein Rücken so aussieht, wie er aussieht. Aber you get the point. Ich begebe mich jetzt zurück auf den Heimweg in die Wohnung. Haben mir hier gerade noch ein Cappuccino geholt. Leute, ich habe echt ein kleines Koffein-Kaffee-Problem entwickelt. Oh, es ist heiß. Also seit ich meinen Freund kenne, ist mein Kaffeekonsum und Koffeinkonsum durch die Energies so exponentiell nach oben geschossen. Naja, also ich würde sagen, ich melde mich dann morgen wieder bei euch, weil passiert dann nicht mehr so viel. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Bei mir gibt es jetzt mein Protein-Porridge. Es ist halt aber eher eine Proteinsuppe. Ich habe ein bisschen zu viel Wasser reingetan. Dann fahre ich gleich ins Training. Aber heute nur ganz entspannt, ein bisschen bewegen. Weil nachher ist ja dann Testwettkampf. Mein Pre-Competition-Meal ist Rice-Pudding mit Apfel, Schokoproteinpulver und ein paar gefrorenen Beeren. So, ihr Lieben, die Palme sitzt wie eine Eins. Übrigens, Lifehack, wie meine Frise am Wettkampf immer gut aussieht. Einfach die 4 Tage davor nicht die Haare waschen. Ist zwar ultra räudig, aber es sitzt halt bombenfest. Das hier ist mein Anzug für heute. Es ist ja nur ein Trainingswettkampf, deswegen kein Langarmanzug oder so. Ja, ich würde sagen, let's go. So, ihr Lieben, ich würde sagen, an der Stelle beenden wir dann auch das YouTube-Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da und unbedingt einen Kommentar, wenn ihr wollt, dass ich weiterhin YouTube-Videos mache. Es geht ja voraussichtlich jetzt mit diesem guten Wettkampf nächste Woche weiter zum DTB-Pokal. Könnte ich vielleicht auch vloggen, wenn das euch interessiert. Ich hole mir jetzt auf jeden Fall noch einen Döner oder einen Jufka. Ich habe hier so einen Dönermann des Vertrauens in Linz. Da würde ich sagen, sehen wir uns maybe beim nächsten YouTube-Video. Tschüssi! This is Africa.